Ich grüße dich zu den Neuigkeiten hier im 365 Tage Wunder Podcast. Erkenne, dass du das Wunder bist. Teil 2 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern, 8. Abschnitt. Was ist die wirkliche Welt? Die wirkliche Welt ist ein Symbol, wie alles Übrige, was die Wahrnehmung anbietet. Doch steht sie für das, was dem entgegengesetzt ist, was du gemacht hast. Deine Welt wird durch die Augen der Angst gesehen und bringt deinem Geist die Zeugnisse des Schreckens. Die wirkliche Welt kann nicht wahrgenommen werden, außer mit Augen, die die Vergebung segnet, sodass eine Welt erblicken, wo Angst und Schrecken unmöglich sind und keine Zeugnisse der Angst gefunden werden können. Die wirkliche Welt birgt ein Gegenstück für jeden unglücklichen Gedanken, der in deiner Welt gespiegelt wird, eine sichere Berichtigung für die Anblicke der Angst und für die Schlachtgetöse, die deine Welt enthält. Die wirkliche Welt zeigt eine Welt, die anders gesehen wird, mit ruhigen Augen und mit einem Geist, der in Frieden ist. Dort ist nichts als Ruhe. Keine Schreie des Schmerzens und des Kummers sind zu hören, denn dort bleibt nichts außerhalb der Vergebung. Und die Augenblicke sind sanft. Nur glückliche Anblicke und Geräusche können den Geist erreichen, der sich selbst vergeben hat. Wozu braucht solch ein Geist Gedanken des Todes, des Angriffs und des Mordes? Was kann er anders um sich herum wahrnehmen als Sicherheit, Liebe und Freude? Was gibt es da, wovon er wollte, dass es verurteilt sei? Und was gibt es da, wogegen er ein Urteil fällen möchte? Die Welt, die er sieht, er steht aus einem Geist, der mit sich selbst in Frieden ist. Keine Gefahr lauert in irgendetwas, was er sieht, denn er ist gütig und nur auf Güte schaut er. Die wirkliche Welt ist das Symbol dafür, dass der Traum von Sünde und von Schuld vorbei ist und dass Gottes Sohn nicht länger schläft. Seine erwachenden Augen nehmen die deutliche Widerspiegelung von seines Vaters Liebe wahr. Das sichere Versprechen, dass er erlöst ist. Die wirkliche Welt bedeutet das Ende der Zeit, denn ihre Wahrnehmung macht die Zeit zwecklos. Der Heilige Geist braucht die Zeit nicht mehr, wenn sie seinem Zweck gedient hat. Jetzt wartet er nur noch jenen einen Augenblick, da Gott seinen letzten Schritt tut. Dann ist die Zeit verschwunden und hat die Wahrnehmung im Gehen mitgenommen und nichts zurückgelassen als die Wahrheit, damit sie sie selbst sei. Jener Augenblick ist unser Ziel. Denn er enthält die Erinnerung an Gott. Und während wir auf eine Welt schauen, der vergeben ist, ist er es, der uns ruft und kommt, um uns heimzuholen, indem er uns an unsere Identität erinnert, die unsere Vergebung uns zurückerstattet hat. Lektion 293 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Alle Angst ist vergangen. Und nur die Liebe ist da. Alle Angst ist vergangen, weil ihre Quelle vergangen ist und all ihre Gedanken mit ihr vergangen sind. Die Liebe bleibt der einzige gegenwärtige Zustand, deren Quelle auf immer und auf ewig hier ist. Kann denn die Welt hell, klar und sicher und einladend scheinen, wenn alle meine vergangenen Fehler sie bedrücken und verzerrten Formen der Angst mir zeigen? Doch in der Gegenwart ist die Liebe offensichtlich und ihre Wirkungen sind augenfällig. Die einzige Welt leuchtet in der Widerspiegelung ihres heiligen Lichts und ich nehme endlich eine Welt wahr, der vergeben ist. Vater, lass deine heilige Welt heute sich nicht meiner Sicht entziehen. Lass auch nicht meine Ohren taub sein für all die Dankeshymnen, die die Welt unter den Geräuschen der Angst singt. Es gibt eine wirkliche Welt, welche die Gegenwart sicher vor allen vergangenen Fehlern bewahrt. Und nur diese Welt möchte ich heute vor meinen Augen sehen.